Da kommt einer. Da kommt einer. So ein Massafacker, Alter. Spüre meinen Zorn! Was ist? Bam! Sonst noch jemand? Okay, suchen wir woanders weiter. Ah, da hinten kommt einer. Der läuft auch hierher. Ja, macht er. Okay. Wir finden dich, Schwanzlutscher. Das stimmt. Kannst du Gift nehmen. Ah, da kommt noch einer. Ein böser Bube. Oben sitzt noch einer. Muss kurz Munition wechseln. Ja, er muss kurz Munition wechseln, Mensch. Keiner weiß, wo er ist, dann scheiß drauf. Hallo. Hier? Ah, jetzt kommen sie aus ihren Löchern. Sehr schön. Treffe ich denn nicht? Da ist ja unser Problem. Renn in der Hölle, du verfluchter Sch... Okay. Dann geht's wohl da drüben weiter. Die Musik im Hintergrund ist aber cool. Yeah, richtig schön gechillt. Wir könnten uns auch friedlich einigen. Könnten wir. Nur zu sterben. Shit. Müssen wir mal die Knarre hier ausleihen. So, den habe ich. Ah, da hinten kommt noch einer. Okay, okay, okay. Hört, den haben wir auch. So, da hinten gibt's irgendwo. Ist da hin? Ah, hier. Okay, sehr schön. Das brauchen wir nämlich mal dringend. So. Eid ist ja nicht mehr der Richie. Ganz viele böse Menschen. Alter. Okay, die sind da hinten. Wie konnte ich denn nochmal schnell Molotow-Cocktails werfen? Das ging doch auch irgendwie. Wie ging das? Ich weiß es nicht mehr. Leute, helft mir mal. Wie schmeiße ich denn nochmal Molotow-Cocktails? Da ist einer. Okay. Krieg ich denn von hier? Shit. Er hat mich wohl kommen sehen. Okay, der kommt runter. Sehr nice.
Jetzt, zack. Bin noch irgendwo jemand. Ne, scheint nicht so. Dann können wir uns doch den Typen hier krallen. Ich geh in Deckung. Gott. Der Richard wohl Muffe, ey. So ein Mist. Da eben dachte ich, da kommt ein Krokodil, Alter. Der Hosenscheiße verpisst sich hier einfach. Ich überlasse dir einfach alles. Ja. Da genau das glaube ich. Komme ich denn jetzt hier weiter? Ach. Ah, hier. Alter. Lass mich bloß in Ruhe, bevor du verletzt wirst. Denkst du? Alter, was geht denn hier ab? Nimm die Daumen aus den Ärschen, Männer. Wow! Ich muss nachladen. Alter. Verdammte Scheiße, tut das weh! Shit! Alter, was ist denn das für ein Typ da oben? Ich glaube, jetzt habe ich ihn, oder? Ja. Scheint so. Boah, Alter! Voll am Erschrecken hier! Was soll denn der Scheiß? Wo ist denn der? Okay, das sind zwei. Okay. Du sagst es. Scheiße. Jetzt verpisst sich der Typ da die ganze Zeit, ey. Was soll denn der Mist? Oh, wo schießt denn der her? Boah, wo schießen die denn? Ach, da hinten. Okay. So ein Dreck. Boah, man muss sich hier voll konzentrieren. Seid mir nicht böse, wenn ich jetzt nicht so viel am Erzählen bin. Aber ich muss mich hier echt konzentrieren. Ich will ja nicht in einer Tour abnippeln. Leute, ich brauche Hilfe! Gott. So, dahin. Steht da oben wieder so ein Kasper. Gott, ich glaube, den haben wir auch. Aber wir haben keine Munition mehr, langsam aber sicher. Oh nein, wir haben ihn nicht. Okay. Gott, haben wir ihn? Es scheint wohl so.
verteiltes Kram hier. Genau so ist es. Du siehst hier null, du siehst nicht, wo du hinläufst. Ah, ich hab neue Munition, okay. Scheiß auf ihn und scheiß auf dich! Okay. Ja, komm her. Komm ruhig her. Boah, üble Sache das. Okay. Shit. Ich würde da jetzt mal echt gerne einen Molotow-Cocktail oder sowas reinwerfen. Wenn ich wüsste, wie es geht. Hab ich ihn? Ich glaube, ich hab'n, ja. Oh. Geht's noch? Du musst einen Knall haben. Denkst du, du spazierst hier rein, klaust mein Heroin und keiner merkt was? Ich bin nicht hier wegen deinem Heroin, Richie. Ich bin hier wegen dem, was du mit Sammy und Alice gemacht hast. Ich hatte nichts zu tun damit! Ich hab gesehen, wie du Alice das Messer in den Bauch gerammt hast. Damals konnte ich nichts tun, aber jetzt sieht das anders aus. Scheiße, verdammt! Das war doch nicht meine Idee, hörst du? Georgie steckt dahinter, Georgie und sein alter Herr. Die beiden waren es, die euch killen wollten, nicht ich! Was hätte ich denn tun sollen? Nein sagen? Entweder das oder sicher gehen, dass ich auch wirklich tot bin. Nein! Nein! Nicht! Nicht! Bitte! Hör zu! Hör zu! Es ist doch braucht, dass man einen Mann noch ein letztes Gebet sprechen lässt, oder? Du kannst beten auf dem Weg nach oben. Wow! Nein, bitte! Alter! Krasser Scheiß. Als ich Richie Doucette an diesem Riesenrad hängen sah, war ich wirklich fassungslos. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Mafiosi haben sich ja schon immer gegenseitig umgebracht, aber man hing's nicht an die große Glocke. Irgendein Verbrecher isst Spaghetti bei seinem Lieblingsitaliener und kriegt eine Kugel verpasst. Aber das war was anderes. Ich wusste gleich, noch bevor ich die geringste Ahnung hatte, wer es war, dass Richie zur Schau gestellt werden sollte. Lincoln war durch die CIA in psychologischer Kriegsführung geschult worden. Er wollte die Mafia einschüchtern, wollte ihnen zeigen, dass er jeden einzelnen von ihnen töten würde und dass keiner von ihnen es schaffen würde, ihn aufzuhalten. Genau so sieht's aus. Erledige Richie Doucette. Abgeschlossen. Cool. Oh, ist das jetzt alles unser? Hey. Alles unser. Rede mit Cassandra. Nachdem Dixie Mafia jetzt ausgeschaltet ist, musst du mit Cassandra besprechen, wie es mit dem Hollow jetzt weitergehen soll. Ja, machen wir. Genau, es gehört ja jetzt uns, der Laden. Oh, es steht ein Boot bereit. Das trifft sich hier hervorragend. Yay! Cool. Komme ich denn da so zur Cassandra? Eher nicht, ne? Alter, das Boot lässt sich fahren wie ein Panzer. Eine kaputte Brücke. Oh.
Hoppla. Aber wisst ihr, was man damit bestimmt gut machen kann? Achtung. Achtung. Kommen wir da hoch? Das wäre jetzt cool. Raus hier. Hoppla. Ich dachte jetzt eigentlich, man kann hier richtig cool hochschanzen, aber das ging wohl in die Hosen. Wie gut, dass hier ein Taxi für uns bereitsteht. So. Ja komm, mach dich vom Acker, ich muss hier rechts lang. Alter, was Kutschen, ey. Die haben sich damals 100% so fahren lassen wie Panzer. Und guck mal, da steht sogar unsere alte Kutsche noch. Habe ich die jetzt mal übersehen? Scheint so. Okay, wir quatschen mal noch eine Runde mit Cassandra. Und hören, was die uns zu sagen hat. Achso, da müssen wir ja wieder die Treppen hoch irgendwo, ne? Wo war denn das? Hier waren die Treppen. Guck mal, wie wir das Ganze, den ganzen Spaß hier aufteilen. Du Set ist tot. Das Harlow gehört dir. Es heißt, du hast ihn am alten Riesenrad aufgehängt. Er hat Alice getötet. Hat das ganze Viertel in die Scheiße geritten. Du Set hat gekriegt, was er verdient. Der Gerechte wird sich freuen, wenn er solche Rache sieht. Und wird seine Füße baden im Blut des Gottlosen. Aber du weißt, das gilt für beide Seiten. Haben wir das nicht langsam hinter uns? Meine Leute haben ein Problem damit, dass sie jetzt demjenigen unterstellt sein sollen, der Bakka umgebracht hat. Und die Hälfte unserer Männer. Die sollten mal lieber darüber hinwegkommen. Ich kann nicht jeden Einzelnen auf den Schoß nehmen. Natürlich nicht. Aber wir könnten ein Zeichen setzen. Und wenn du meinem Freund Emmanuel helfen würdest, würde das bestimmt dazu beitragen, ihre Nerven zu beruhigen. Um was geht's? Er kümmert sich um meine Grasdeals, die ich drüben am Bootshaus abwickle. Hilf ihm. Und ich sorge dafür, dass für dich auch was abfällt. Damit wir uns verstehen, ich will an allem beteiligt werden, nicht nur an einem bisschen Gras. Das wird nicht billig, Marcano loszuwerden. Keine Sorge. Ich kümmere mich drum, du kriegst dein Geld schon. Bezirksübergabe. Du weißt jetzt Cassandra diesen Bezirk zu. Jeder Unterboss will sein Einkommen verbessern, daher werden sie dir Waffen und Fahrzeugverbesserungen. Ja, werden sie dir Fahrzeug- und Waffenverbesserungen und weiter gefallen und ebenso die Dienstleister ihrer Verbündeten anbieten. Achso, man muss auch weiterlesen. Ich habe das als Punkt gelesen dahinter, Fahrzeugverbesserung. Die Kosten für deinen nächsten Anruf bei Cassandra Verbündeten werden übernommen. Okay. Verbesserungsverlauf ansehen. Ah ja, wir sind jetzt Büchsenmacher und Präzision. Okay, sehr cool. Dann weisen wir das mal Cassandra zu. Alles cool mit uns. So sieht's aus. Und Story-Auftrag freigeschaltet. Solche Freunde.